Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen halt, wo wir loslegen. Vielen, vielen Dank an alle meine Zuschauer. Für die 3500 Abos. Freut mich riesig. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass das mal so weit kommt, dass mich aber sich überhaupt jemand angucken will. Wird doch nicht an mir liegen. Ich denke, es liegt eher am ganzen drumherum. Jo. Vielen Dank nochmal. Heute Morgen fahre ich runter nach Ingelheim. Das Pharmaunternehmen, vielleicht kann ich sogar filmen, weil ich bin außerhalb und holt Planierraube 726. Das habe ich nur eine Vierachse dabei, beziehungsweise ich hab ja nur den momentan immer noch. Ich habe noch keine Ahnung, wenn der Dreieckser wieder fertig wird. Gucken, gibt ein bisschen mehr Arbeit mit dem, aber kriege ich immer schon drauf. Muss halt außen an der Kette, muss ich halt Holz unterbauen. Holz habe ich genügend dabei, also daran scheitert es nicht. Gummimatten habe ich mehr als genug dabei. Es ist kalt heute Morgen. Man tut so ein bisschen Bewegung, tut auch gut. Wir sind in der Baustelle. Alter, ich fasse es nicht. Alter, wir sind in der Baustelle. Ohne Worte, oder? Ohne Worte. Ich habe ja in der letzten Folge wieder ein paar mehr oder weniger Schwierigkeiten gehabt mit dem Ton. Diese Mikros funktionieren einfach nicht, wie sie funktionieren sollen. Jetzt habe ich alles mal durchgeguckt. Die waren recht laut gestellt. Vielleicht kam das daher. Das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt alles mal testen im Laufe der Woche. Und wenn nicht, dann muss ich mal gucken. Entweder mache ich dann wieder alte Methode, dann bin ich aber wieder kaum zu hören, denke ich mal. Wobei ich jetzt halt auch ein neues Audiobearbeitungsprogramm habe, das ich mir halt extra zugelegt hatte damals. Und vielleicht jetzt damit besser. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, das muss ich alles testen erstmal. Und ansonsten, es gibt recht günstige Angebote. Ja. Von, sag ich mal, namhaften Herstellern.
das werde ich vielleicht nochmal versuchen. Und wenn es nicht geht, dann ist es halt so. Dann liegt der ganze Plunder wieder weg. Und ich habe dann halt wieder die Original GoPro Mikros. Ohne Worte. Einfach mal in der Baustelle auf der linken Spur gefahren. Autos überholt. Also schmerzfrei. Schmerzfrei. Echt. Es ist mit mir. Nicht mehr normal stellenweise. Ich bin gegen 7:30 hier, ja, es ist 7:25 Uhr, also das sollte passen. Gucken wir mal. Es ist 1 Grad draußen, ne? Also es ist richtig stramm heute Morgen. Dann geht es wieder frisch um die Klicke. Sorry. Weißt du, du hast grün. Jo. Als hier vorne Kreisel, also an den ersten, der hier kommt und biegt dann gleich rechts ab, da hinter der Hecke irgendwo, hinter den Bäumen, da muss die Raupe stehen. Weiß dann, kann ich reinfahren, kann ich nicht reinfahren, kann ich drehen, kann ich irgendwas machen. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ich habe die nicht hierher gefahren. Ach Gott, ich habe die immer noch nicht. Ich muss, sorry, wenn das Gequietsche auf der Sack geht. Mir geht's auf der Sack. So, komme ich da rein? Oh, gucken. Das sollte passen. So. Weiß, ich muss unter der Autobahn durch. Und gerade ein bisschen mitgelenkt eben, dass ich nicht den Bordstein erwische. Ich muss unter der Autobahn durch und dann irgendwo würde man die Raupe sehen. Irgendwo wäre auch ein Solarpark gebaut worden. Und da muss ich halt hin. Spuren gehen links raus. Hier gleich direkt, oder ist hier der Parkplatz von dem Werk? Mato Solarpark sehe ich rechts, okay. Der Solarpark sehe ich hier rechts. Da irgendwo muss die stehen. Da, muss ich da rein. Alter, wie mache ich denn das? Da komme ich ja niemals herum vorwärts. Ich fahre hier vor, guck, dass ich hier rückwärts rumkomme. Sorry, wenn es gleich piepst.
Ja. Ein bisschen durch die Wiese gefahren. Na, hier dran stand ein Schild. Steht noch, oder? Ich hoffe. So, und hier ist mein Zuhause. Vielleicht doch besser gleich rücken, aber wohl, da hätte ich das Problem, dass ich dann vorwärts hier links rum raus muss. Ne, nee, so fahre ich so, glaube ich, besser. Fahr dann wieder rückwärts rein. Vielleicht doch drehen, ja. Ach ja, so. Alles drauf, alles dran. Aber ich habe jetzt wieder nicht gefilmt. Ich werde später nochmal drumherum laufen und werde es zeigen. So, das Fenster ein bisschen öffnen, sorry. Die Rübe rausstrecken. Gar nichts da vorne, vor lauter Bäumen. So, hier sind wir draußen. Gelben Hundsbrunnen da vorne. So. Einfach gerade zurück. Dahin ist die Straße, ist ein bisschen Schotter neben dran. Könnte vielleicht reichen, dass ich dann recht drum rauskomme. Thank you.
sehr eng. Wird sehr eng, aber ich denke. Oder warten wir noch. Schön. Kommt von hinten ein Auto. Ah ja, das reicht. Ist gut. Das reicht. So, gut, also geschafft. Kreisel rum werde ich noch mal mitlenken. Da hinten dran. Ja, okay. Thank you.
schon wieder 10 vor 12. Ich habe jetzt noch den 330 geladen wieder hier. Ich habe gerade einen Löffel an den Bagger gehängt. Jetzt fahre ich wieder rüber in den Hof. Muss dort noch Reifen laden. Und dann fahre ich den Bagger runter nach Alzey, tausche dort den Bagger. Der 39 bleibt dort und der 29 geht mit zurück. Meine Ausfahrt. Sorry. Ich könnte gerne die Kamera laden, ne? Naja. So ist er halt. Nicht so viel, nicht so viel Verkehr kommt quasi, dass ich da auch rückwärts, dass ich dann auch rückwärts die Straße reinkäme. Ja, es ist halt, wie gesagt, wenn ich da stehe, dann ist dicht, dann geht nichts mehr. Vielleicht kommt noch ein Auto durch. Ah, meine Chevy. Augenblick. Ich melde mich gleich. Okay. So eine halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. So, da ist er wieder. Ja, dass das halt passt, dass ich da reinkomme. Über eine 736, aber ich denke mal, die werden wir eh nicht fahren. Ist 3,25 Meter breit und hat ein 4,30 Meter Schild. Jetzt weiß ich halt auch nicht, ob das 4 Meter, ich denke schon, dass das Schild 4,30 Meter breit ist. Keine Ahnung. Und 3,35 Meter wäre so hoch. Dettingen ohne oh, hier irgendwo in der Nähe von Ramstein, glaube ich.
muss anscheinend schnell gehen, weil geplant sind 2 bis 3 Wochen, dass die Maschine dann hier ist, laut dem Anfragenden. Ach komm, schalt doch immer in Gang, ne Mensch. Voll am Rasen hier. Ja, schauen wir mal. Es wäre mal wieder eine schöne Tour. Ich denke dann, wir fahren morgens runter, laden, bleiben dann stehen und bleiben dann abends. Alter, meine Fresse, ey. Mach doch einfach mal die Bremse auf. Und werden dann abends wieder irgendwann in Richtung Heimat rollen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich vorwärts reinfahren? Könnt ihr rückwärts reinfahren, ne? Männer, warten kurz. Bitte. Setz auf! Danke! Kollege vom Ordnungsamt da ist, man kann das gleich aufnehmen. Ja, da habe ich nicht dran gedacht, dass ich ja aufsitze. So, ja, wo fahre ich denn rum hier? Hier hinten dran vorbeigucke, ob da was steht. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Weiß ja nicht, wo sie wieder alle sind. Thank you.
Höhe gehoben und die Männer gerade gesagt, wenn es geht, sollen sie noch ein bisschen auf die Seite rollen. Ich weiß nicht, ob ich hier durchkomme. So, das Auto lassen wir natürlich. Gut, reicht. Okay, passt. Vielen Dank. Danke. So. Die Bagger geht auch nach Hause. Rauskommen oben ist ja wieder diese Parkbucht, die ist lange. Bleibe ich kurz stehen und mach wieder Fahrniveau. Jetzt heute Mittag warm geworden ist. Ja. Ganze Morgen hast du gefroren draußen und jetzt hier. Not very nice. Hallo am Dienstagmorgen. Schweinekalt, aber es Minusgrade heute. Aber gut, das wird bei uns. Oder wird anderswo genauso sein. Wird auch wahrscheinlich Stellen geben, wo es noch kälter ist. Wir haben hier gerade -2. Heute Morgen fahre ich jetzt rüber nach Wolfstein. Hol da einen 926 raus. Der muss direkt in die Werkstatt. Da ist irgendwie eine Pumpe kaputt, keine Ahnung. Repariert werden, ausgetauscht, keine Ahnung, was da los ist. Gute ist, ich bin gar nicht müde, das Gute ist, ich habe Helfer dabei. Also die sind schon da, vielleicht sogar schon der Bagger dahin raus gefahren. Fährt, ne? Bagger rausgeschafft haben hier in etwa, wo ich eben losgefahren bin, haben wir geladen. Weiß ich nicht, soll ich schon vorfahren oder nicht? Will er rein und dann habe ich. Schon hinhauen. Au. Grün, das ist auch gut. Wunderbar. So. Ja.
nicht wehtun. Ja, jetzt müssen wir wieder in Backe hier rein schaffen, ne? Genau wieder ist dasselbe Prinzip dann hier vor der Brücke abladen. Backe auf die Kette wieder rein. Quälen. 20 nach 9 haben wir es schon. Eieieiei. Gut, wir dürften erst um 8 Uhr anfangen, nachdem hier der Schichtwechsel quasi beendet war. Leer. Jetzt fahre ich rüber auf die andere Seite. Lade den Longreach. Ich weiß gar nicht, ob der schon repariert wurde, aber. Ja. Lade den und den fahre ich dann runter nach Imsbach. Und zwar dahin, wo mir das letzte Mal der LH war ich das letzte Mal mit dem LH, ich weiß es gar nicht, da haben wir diesen alten Stromturm weggerissen, an dieser Zimmerei, auf jeden Fall da. Da muss ich den reinschaffen irgendwie. Es ist mittlerweile 13:30 vorbei. Hallo Reach läuft einfach nicht. Hoppla, bin nicht im Bilde. Er läuft einfach nicht. Dann sitze ich hier im 934. Mit einem schmalen Löffel, ja, der ist eigentlich schmal, ne? Der ist zwar 1,30 Meter oder 1,40 Meter breit. Ja, den fahre ich dann jetzt hoch nach Sembach. Am Longreach, ja, der Bagger läuft an. Es geht alles, nur hier an der Hebel tut sich nichts. Ja, keine Ahnung. Jetzt lade ich den Bagger und fahre den hoch. Auch einfach
sagen darf. Irgendwas muss wieder ausgebaggert werden. Da sitzt ein paar Zentimeter zu hoch. Irgendeine Zisterne oder sowas. Keine Ahnung. Seite stehen, fahr halt die 3 Meter wieder rückwärts raus. Was soll ich machen? Weiß ja nicht, wo der Bagger hinkommt. Der hinkommt, aber da ist ja noch überall Schotterweg. Hey, guck mal, was der. Kommt gerade jemand gelaufen? Moment. Augenblick. Weiß nicht, ob ich da unten drin drehen kann noch. Keine Ahnung.
endlos. Ich gehe jetzt Feierabend machen. Ich ganze Tag nichts gemacht. Ja, zur Zeit ist irgendwo irgendwie der Wurm drin. Man kann irgendwo, kann man richtig loslegen. Oh ja, das wird auch wieder vorübergehen. Es wird keine vier Wochen dauern und dann haben wir wieder den Stress. Aber so ist halt echt langweilig, seinen Tag rumzukriegen. Naja. Roter Blinker, mehr sage ich dazu gar nicht. Mehr sage ich dazu gar nicht. So, Mittwochmorgen haben wir es. Heute Morgen werde ich die Baustelle am Tunnel wieder bestücken quasi. Planierraube und zwei Walzen werde ich da hinfahren. Und wenn der Long Reach zwischendrin, wenn der geht, fahre ich den zwischendrin dann auch noch weg. Ist alles hier im quasi Nachbarort. Ja, also mir wieder mehr rödeln wie fahren quasi. Jo. Aber ich hab mal gut zu tun heute. Bis jetzt. Jetzt lade ich erst die Raube 726. Ja. Ah, es wird gehen. War wieder blöd mit Holz unterbauen und, aber wie gesagt, es geht ja nicht so weit. Schauen wir mal.
gute 10 Minuten bin ich schon da. Es hat natürlich geregnet. Ne? Ich gehe davon aus, ich werde es versuchen, weil du bist ja versucht, macht klug. Ja. Ich werde es versuchen, ob ich rückwärts hochschieben kann. Ich habe die Befürchtung, dass es nicht gehen wird. Dass es nicht schaffen wird. Aber wenn ich nur so weit reinkäme, dass ich abhängen kann und abladen, wird mir das schon reichen. Es fängt gerade wieder an zu regnen. Katastrophe. Ja, bald Mai. Gut, es ist immer noch April, da ist das Wetter ein bisschen komisch. Der Long Reach fertig wird heute und muss ich den zwischen rein klemmen quasi. Er geht dann hier rechts ab nach Falkenstein, genau nach Imsbach. Hinne machen wir anscheinend auch weiter heute irgendwie, keine Ahnung. Alle Shift wieder richtig, ne? Mensch. Einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass der Fahrweg, weil ja beim Tunnelbau sind ja ständig LKWs rein, Betonmischer und so, dass der Weg richtig festgefahren ist, dass das Wasser halt den Weg nicht aufweicht, sondern dass es einfach den Weg runterläuft. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die ich gerade habe. Gucken wir mal. Durchfahren muss, drehen muss, dann ist gerade eine Baustelle, eine einspurige, da wird es ein bisschen länger dauern, gehe ich davon aus. Ich habe nicht mitgelenkt, ne? Ja, bestimmt am Watchday entlang geschrubbt eben.
Schnee dabei, ne? Irgendwann hier vorne um die Kurve wird dann die Umgehung quasi weitergehen Richtung Tunnel. Hier wird dann irgendwann die Auffahrt kommen. Noch dieses Jahr wahrscheinlich. Ach, da werde ich nicht hochkommen. Wie gesagt, ich werde es versuchen. Wenn es geht, ist gut, und wenn nicht. Da oben, wo der Weiße steht, da ist mein Ziel. Fernbedienung ist an. Machen wir mal eins, ASM mal raus. Ach doch, sieht relativ fest aus. Das sehen wir gleich. Keine Zeit, ich muss vorbei. Kämpft, aber könnte was werden. Guck mal dahin, weißt du, bleib stehen. Kommt gerade ein Fahrzeug von hinten.
bin ja gerade wieder rückwärts am Rausfahren. Also habe ich jetzt auch hier die erste. Die nächste hole ich jetzt. Aber ich mache für diese Folge Schluss. Gucken, was später alles hier steht. Immer so ein bisschen Stichelei hier. Ich weiß nicht warum. Ja. Wird immer so ein bisschen, sag ich mal, das Leben schwer gemacht. So, ich habe vorne die ganze Zeit gedreht und jetzt wird, was heißt die ganze Zeit? Man hat ja vorhin gesehen, man hat mich ja beobachtet, wie ich das erste Mal gedreht habe. Und jetzt steht da vorne ja, die Reifenwaschanlage wird gerade abgebaut und jetzt steht da halt, das Zeug wird da halt hingestellt. Man kann auch noch kurz ums Eck fahren und dann ist alles gut. Aber ich jammer wieder auf sehr hohem Niveau. Gang rein machen. Wenn ich jetzt hier einen Vorwärtsgang reinmache, rollt er vorwärts. Logischerweise. Ah, ich bin gerade mal am Testen hier. Ich habe jetzt die Pumpe angemacht. Wahrscheinlich bin ich zu doof dafür. Egal. Auf jeden Fall, wie schon erwähnt, machen wir jetzt Schluss. Die letzte Walze zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt ganz einfach, weil ich seit langem endlich mal wieder die Gelegenheit dazu habe, beim Metzger vorbeifahren und werde mir was zum Essen holen. Ja, das macht er. Knallhart. Ich fahre hier noch raus. Vorne kommt eine, vorne kommen zwei. Angeschnallt. Jo. Sorry. Machen wir gleich. Fuck. Keine Absicht. Doch. Nee. Alles gut. Also, bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Noch Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann.